Ja, das war die Säule. Ah, hier ist noch so nahe. Aha. So komme ich zur Truhe. Ja. Sehr schön. Blitzkagumi. Jawohl. Okay. Aber was das bringt, verstehe ich nicht. Ich meine, da oben waren wir doch eh vorhin. Da kommt man auch so hin. Naja, gut. So. Wir haben gespeichert, jetzt geht's Höhle der Lichter. Ich glaube, da kommt jetzt ein Bossfight oder so. Weil warum ist da auf einmal ein Speicherpunkt? That boy again? He is more persistent than I expected. Why not explain the situation to that boy Riku? Doing so may actually prove useful to our... Wait a second, are you Maleficent? Jafar, let Jasmine go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Uh-huh. Open? The door? But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush them! Genie, no! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. Oh-oh. Na, warte. Wer fliegt? Ups. Abracadabra. Sehr schön. Nieder mit ihm. Ich ignoriere einfach mal Genie. Und man kann ihn nicht angreifen. Der Sack. Das gibt's ja nicht. Mit dem Flieger. Der alte Mann, bleib am Boden, alter Mann. Warum hebst denn du so ab? Das geht mit Genie. Hang on.
Jetzt reicht's aber langsam. Der fliegt mir hier schwindelig. Ach, das war's, ja. Abracadabra. Oh. Ja, das schmerzt. Ach, da treffe ich ihn. Was für ein nerviger Boss. Sehr schön. Die Kraft der Kälte erhalten. Eis hat sich zu Eisra weiterentwickelt. Aha. Kann ich gleich mal. Oh. So, oh, Jasmin. Jazzy Jazz. The Jasmine. Genie. My final wish. I want you to make me an all-powerful genie. Ja. Ich glaube, wir müssen da runterspringen, oder? Ich glaube, sie ist nur ohnmächtig. Wir müssen zuerst Jafar fassen. Okay. Jafar, ich komme! Oh oh. Die Lampe, wir müssen... Irgendwas. Das stand nicht lang da. Hier. Kann ich die Lampe zerstören oder so? Oh, das hat weh dann. Ja, Leute. Lauft weg! Da. Ja. Jago, gib mir die Lampe! Jago! Mir da liegt! Oh shit! Ich
Ruhiger. Yes. Der war nicht so schwer. Okay, Jafar. Back to your lamp. Ich verstehe nicht, warum er sich zum Genie gemacht hat. Der Vogel. Die Kraft der Hitze erhalten. Oh, nein, ich hab's weggeklickt. Feuer wurde... Ich glaube, Feuer hat sich weiterentwickelt. Jasmine? Jasmine! Oh, oh. Oh, das ist ja cool. Oh yeah. Boah, das lässt sich aber ziemlich mies steuern. Okay, ich verstehe. Man kann... Hui! Teppich surfen. Das war cool. Coole Sache. Aber das mit Jasmin, ja, das war abzusehen. Die wollen ja alle Prinzessinnen. Jasmin ist also nicht mehr in Agrabah. Sora, lass sie uns suchen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wünschte, wir könnten. Aber es geht nicht. Wenn wir ihn in eine andere Welt mitnehmen, heißt das... Ein Fisch? Einmischen. Aladdin, wir werden Jasmin finden, versprochen. Earth to Al? Hello, you still have one wish left? Look, just say the word. Ask me to find Jasmine for you. I wish for your freedom, Genie. Al! A deal's a deal, Genie. Now you can go anywhere you want. You're your own master. But if you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. But a favor? Now that's entirely different. I guess I could give that a try.
After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me! Good guy, Genie. That smarmy vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I? Jafar was beyond help, consumed by his own hatred. One should beware of letting it burn too fiercely. Whoa, 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 lighten up. I'm as cool as they come, okay? By the way, kid, have we got something special for you? Huh? We had a deal, yes? You help us, and we grant you your wish. Oh. Kairi! Go to her. Your vessel is waiting. Just remember, this is no pleasure cruise. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? Catch? What's the catch? Silly boy. You're like a son to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish. But lest we forget, I kept my end of the bargain. Yeah. Creepy. Hier, nimm das mit. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich bekommen habe. Wunderlampe. Oh. Die grüne Triotech. Oh. Sora, bitte finde Jasmin für mich. Machen wir. Machen wir. Das grüne Zeichen. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wo grüne Zeichen sind. ich habe absolut keine Ahnung mehr. Wo gab es ein grünes Zeichen? Ich glaube, nachdem wir mit der Story... Obwohl, kann man dann noch durchlaufen? Gibt es nach der Story dann so einen Free-Mode? Bacardi Cola, Servus, Ahoi! Wie geht's, wie steht's? Dass Rico nicht checkt, dass der sich mit gruseligen Kerlen abgibt, aber echt hier. Stimmt. War ja schon komisch. Grünes Zeichen, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass ich viele gelbe Zeichen gesehen habe, aber grünes Zeichen, weiß ich jetzt, habe ich mir eigentlich kaum gemerkt. Wobei? Hä? Ein Händler? Wir können draußen nicht mehr spielen, das ist zu gefährlich. Oh, kein Händler. Das ist ein Händler. Alles bestens bei mir, sehr schön. Und bei dir? Ja, alles super, danke dir. Alles tutti frutti. Tutti. Irgendwann muss ich mal komplett durchlaufen. Wenn ich das gelbe und das weiße Zeichen habe, renne ich überall durch. Und schau nochmal, wo es so Sachen gibt. Oh hier, Reisende drängten sich in den Straßen Agrabahs. Aber nun haben die Schatten sie überrannt. War hier ein grünes Zeichen? Ja, hier war ein grünes Zeichen. Schauen wir mal, was wir da machen. Oh, Räuberleiter. Sehr gut.
Abilitamin, sehr schön. Abilitamin. Ich glaube, bei Rufen haben wir jetzt den Genie, ja. Ich frage mich aber, was das auffüllt, dieses Rufen. Und wann ich das... Also das geht wahrscheinlich nur im Kampf, ja. Na gut. Wir fliegen mal... Warte mal. Zuerst mal schaue ich, was ich hier alles bekommen habe. So. Abilitamin. Maximum AP steigen um 1 P. Kann nur im Menü benutzt werden. Die AP. Das natürlich. Das nehme ich für Sora, denke ich. Und was haben wir noch? Navigumini. Da brauchen wir aber 2 davon. Ja. Ausrüstung. Haben wir da wieder was Neues? Ja, Wunderlampe. Oh. Wir haben ein neues Schwert. Sehr schön. Terra-Kette, die ist stärker, ja. Nehmen wir die. Angriff wird schwächer. Egal. So, oh, der hat einen dritten Platz bekommen. Steigern mal seine Abwehr oder seine Lebenspunkte. Hier sogar Angriff 17 hat er dann. Durch den Nachhierreif. Flammenwahl. Lass mal das so. Jetzt sind die gut ausgerüstet. Und ich bin auch gut ausgerüstet. Wunderbar. So, wir haben mal wieder Zeit fürs Tagebuch, würde ich sagen, oder? Handlungen. Hier, Wunderland habe ich noch gar nicht gelesen, stimmt. Ich glaube, die letzte Ding habe ich nicht gelesen. Aber egal, lies mal von vorne. Einem weißen Kaninchen folgen, stürzt Alice in einen Kaninchenbau und damit in das Wunderland, das von der Herzkönigin regiert wird. Dort wird sie des Diebstahls bezichtigt und vernommen. Dass im Wunderland nicht alles nach gewohnten Regeln verläuft, leuchtet ein. Die hieb- und stichfesten Beweise werden vor Gericht eingereicht und überzeugen die Königin von Alice Unschuld. Doch plötzlich stehen Sora und seine Freunde unter Verdacht und müssen gegen die loyalen Spielkartensoldaten kämpfen. Zwar können sie sie zurückdrängen, doch ist Alice in der Zwischenzeit verschwunden. Sora und seine Freunde begeben sich auf die Suche, doch müssen sie erst den Stelzenknüppler besiegen. Aber auch nach dem Kampf bleibt Alice wie vom Erdboden verschluckt. Ja, da steckt halt Malefiz dahinter. So, dann die Geschichte von Agrabah haben wir jetzt auch fertig. Um die Herrschaft über Agrabah zu erlangen, entriss Jafar Aladdin die Wunderlampe, entführte Jasmin und sucht nun in der Höhle nach dem Schlüsselloch. Sie treffen auf Malefiz, die Jafar über die Bedeutung der 7 Prinzessinnen aufklärt. Sie besitzen die Kraft, das letzte Schlüsselloch zu öffnen. Den Befehlen seines Herrn widerwillig gehorchend, muss sich Genie auf einen Kampf mit Sora einlassen. Nach einem erbitterten Kampf können Sora und seine Freunde den zum Dämon mutierten Jafar bezwingen. Doch wieder fehlt von der gesuchten Jasmin jede Spur.
Auch sie scheint entführt worden zu sein. Aladdin, der Genie aus dem Bann der Wunderlampe befreit, bittet ihn, Sora mit seiner Kraft zu unterstützen. Was Jafars Fehler war, er hätte sich eventuell zu einem übermächtigen freien Genie wünschen lassen sollen. Nicht zu einem übermächtigen Genie, sondern zu einem freien Genie. dann wäre eventuell, ja. Oha, na endlich, im 500. Versuch den Portier mal gelegt. Hey, GZ hat die. Ja, der Stelzenknüppler. Hey, Robson, servus, guten Abend. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das automatische Scrollen vom Chat ausschalten kann? Du musst einfach nur hochscrollen und dann ist es eigentlich aus, oder? Wenn du einmal hochscrollst. Ja. Alles gut, Robson? Alles tutti frutti. So, Soras Geschichte, da gibt es auch wieder weitere. Das haben wir schon gelesen. Hier. Im tiefen Dschungel kämpfen sie gegen Clayton, der sein Herz an die Herzlosen verlor. Mit Tarzans Hilfe finden sie ein geheimnisvolles Schlüsselloch, das Sora mit seinem Schwert versiegelt, worauf ihnen ein schimmernder Gummistein in die Hände fällt. Von Erith erfahren sie, dass die Herzlosen über diese Schlüssellöcher die Welten befallen und das Versiegeln dieser ihnen Einhalt gebieten könnte. Auch finden sie Rico wieder. Der scheint jedoch seinen eigenen Weg zu gehen zu wollen. Der gefundene Gummistein eröffnet neue Routen, auf denen neue Welten besucht werden können. Ob sie in der nächsten Welt Kairi finden werden? Oder erwartet sie gar König Mickey dort? Sicher ist, dass die Herzlosen keine Gnade kennen. Ja. Nee, eben nicht. Wenn ich hochscrolle, rast mir der Chat einfach weiter. Das ist bei mir nicht so. Oder liegt das einfach am Spam vom Chat? Ich habe keine Ahnung, sagt Griever. Eine Bürste für Steve. Bürste für Steve. Also besser gesagt, ich kann schon hochscrollen, aber die Nachrichten fliegen trotzdem weiter. Ja, aber du kommst nicht... Ich versteh nicht, was du meinst, sag lieber. Also du scrollst hoch und der Chat bleibt stehen, aber die Nachrichten kommen halt weiter. Das ist normal. So, der 100 Morgenwald. Als Sora Merlins antikes Buch aufschlägt, wird er, wie von einem Zauber, in die Welt des Buches hineingezogen. Auf einer leeren Wiese trifft er den einsamen Winnie Pooh. All seine Freunde seien verschwunden. Auch sein geliebter Honigbaum sei weg. Vermutlich sind die verloren gegangenen Seiten schuld, dass so vieles auf einmal verschwunden ist. Ja, Anselm Berichte, mein Leben opferte ich der Wissenschaft, nur um den heißen Wissensdurst zu stillen, der mich innerlich zerriss. Jede neue Erkenntnis war ein himmlisches Gesöff, das mir sanft die Kehle hinunterfloss. Mein Wissen soll den Frieden auf dieser Welt für immer wahren und niemand soll meine Absichten je hinterfragen. Das Volk nennt mich weise. Und doch gibt es Wissen, zu dem der Zugang mir verwehrt ist. Einen finsteren Ort, in dem das Dunkle schlummert, findet man in jedem Herzen. Und sei es noch so rein und sauber, was mag der Auslöser dafür sein? Dass dieses schwarze Fleckchen zu einem üblen Geschwülst heranwächst, das mit beängstigender Geschwindigkeit das Licht rein erstickt. Viel zu oft schon musste ich mit ansehen, wie das Dunkle die Oberhand gewinnt und dem Licht das Leben aushaucht. Finsternis, Dunkelheit. Sind sie der Vergänglichkeit unterlegen oder wären sie gar ewig? Als Regent dieser kleinen Welt obliegt es mir, dies in Erfahrung zu bringen, damit ihnen Einhalt geboten wird.
bevor sie diese Welt mit ihrer Schwärze überschatten und den Frieden gefährden. Egal. Ja, ich meine, ich weiß nicht. Ja, bei mir ist es ganz normal eigentlich. Aber Sakari, du hast ja immer Chat-Probleme irgendwie. Irgendwie ziehst du die magisch an. Oh, wieder ein neuer Eintrag, glaube ich. Von Riku. Riku war ein Freund und Rivale von Sora. Seit dem Untergang der Insel war er spurlos verschwunden. Taucht jedoch plötzlich wieder auf. Genau wie Sora. Sucht auch er nach Kairi, wofür ihm jedes Mittel recht ist. Statt sich Sora und seinen Freunden anzuschließen, geht er einen dunklen Pakt mit der bösen Fee Malefis ein und versucht so, Kairi wiederzufinden. Ich glaube, das ist der falsche Weg, Riku. Ansem, ursprünglich ein Mann der Wissenschaft, der das Geheimnis der Welten und die Herzlosen erforschte. Es heißt, dass er seine Erkenntnisse in den mysteriösen Ansem-Berichten niederschrieb. Mit seinem geheimnisvollen Verschwinden verlieren sich jedoch auch die Spuren jeder Berichte im Dunkeln. Dann haben wir die Malefis hier noch. Eine böse Fee mit ungeheurer Macht, die Anführerin der Schurken, die sich der Macht der Dunkelheit bedienen. Mit einem Trick hat sie Riku zu ihrem Gehilfen gemacht und benutzt ihn für ihre finsteren Pläne. Aus Dornröschen ist sie. Aha. Hier Bambi. Bambi, ein kleines Rehkitz, Sohn des Königs des Waldes. Er hört auf Soras Rufe und eilt ihm zu Hilfe, wenn er gebraucht wird. Er springt um Sora herum und verteilt nützliche Items. Seine MP-Leiste füllt sich mit jedem geschlagenen Gegner. Abhängig vom Kampfort ändern sich seine Items. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Hier, Simba. Was kann der eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Der König der Löwen, er herrscht über die anderen Tiere im geweihten Land, seinem Königreich in der Savanne. Wenn Sora ihn ruft, ist er zur Stelle. Dreiecktaste gedrückt halten, bis das Kommando Brüller erscheint. Loslassen, um es auszuführen. MP Verbrauch 2. Aha. Ich glaube, das habe ich einmal geused. Und hier haben wir noch die Charaktere aus Aladdin. Aladdin, ein junger Mann aus der Wüstenstadt Agrabah. Er hat mitgeholfen, Jafar zu besiegen und mit seinem letzten Wunsch Genie befreit. Aladdin hat Sora und seine Freunde gebeten, die entführte Jasmin zu retten. Genie, der Geist der Wunderlampe. Aladdin hat Genie aus seinem Gefängnis befreit. Genie hat sich mit Sora und seinen Freunden verbündet, um Jasmin zu retten. Sora kann immer mit seiner Hilfe rechnen. Er greift anvisierte Gegner mit Geistesblitz an. Oh, das ist gut. Ich glaube, den werde ich mir öfters holen. Das klingt am besten irgendwie von all den dreien, die ich jetzt habe. So, dann Jazzy Jazz, Jasmine, die eigensinnige Prinzessin von Agrabah. Jasmin sehnt sich nach einem freien Leben außerhalb der Palastmauern. Sie lief weg, um Aladdins Hilfe gegen Jafar zu erbitten. Hier Jafar, der Großvezier von Agrabah. Er hat sich mit Malefis verbündet, um Kontrolle über die Herzlosen zu erlangen. Er kam in den Besitz der Lampe und wurde sehr mächtig. Aber er wurde besiegt und endete in heißer Lava. Jafar, Genie. Jafars letzter Wunsch war es, selbst in einen Genie verwandelt zu werden. Er vergaß dabei aber, dass ein Genie dem gehorchen muss, der im Besitz der Lampe ist. So wurde die Lampe schließlich zu seinem Gefängnis. Der Vogel. Abu, Aladdins treuer, behaarter Kumpel. Immer wenn es eng wird, ist Abu aufgrund seiner Größe gefragt. Er hat eine Schwäche für Juwelen und Schätze und kann in ihrer Nähe an nichts anderes denken. Iago. Iago ist Jafars listiger, leicht reizbarer Papagei. Und wenn er in Agrabah herumfliegt, spioniert er für seinen Herrn dessen Feinde aus. Er ist genauso intrigant wie Jafar. Ich kann mich noch an die Serie erinnern. Er und Abu waren eigentlich dann so die besten Freunde in der Serie.
Ich meine, die zwei haben sich... Ja. Haben sich halt oft gestritten, aber... Waren schon beste Freunde, kann man sagen. Denke ich. Hier der Teppich. Ein fliegender Aladdin. Teppich. Ein fliegender Aladdin ergebener Teppich, der seine Passagiere blitzschnell über die Wüste transportieren kann. Aber die Herzlosen hatten ihn unter einer Truhe festgenagelt. Ja, da haben wir ihn befreit. Haben wir hier noch Pinocchio. Von Geppetto liebevoll geschnitzt und von der blauen Fee zum Leben erweckt. Er muss lernen, mutig und ehrlich zu sein, um ein richtiger Junge zu werden. Meine Aufgabe ist es, ihn vor Schwierigkeiten zu bewahren. Ja. Winnie Pooh. Ein kleiner Bär, der im 100-Morgen-Wald lebt und gerne Honig isst. Als Bär von geringem Verstand ist er ein wenig zerstreut und vergisst manchmal sogar das, woran er sich gerade erinnern wollte. Ferkel. Poohs bester Freund im 100-Morgen-Wald. Das kleine, ängstliche Ferkelchen erschreckt sich vor fast allem. Und wenn das passiert, hält es sich die Augen mit seinen kleinen Ohren zu. Und dann die Eule haben wir noch. Der klügste Bewohner dieses gemütlichen 100-Morgen-Waldes, der die kniffligsten Fragen seiner Freunde beantworten kann. Wenn auch nicht immer richtig. Er hält gerne Reden, oft so lange, bis seine Zuhörer eingeschlafen sind. Stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen. So. Ah, die Gegner, ich weiß nicht. Die sind, glaube ich, nicht so interessant. Ein großer Herzloser, der einem Schattenluch ähnelt. Wie seinem Vorgänger ist er beharrlich und jagt sein Ziel. Wenn er Sora nur den geringsten Schaden zufügt, wird er vor reinem Glück schwinden. Aha. Da haben wir bis jetzt nur einen gefunden. Gigaschattenluch. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, oh ja, das waren die riesigen. Wüstenräuber. Ist vor allen Dingen in Agrabah anzutreffen, kann sich auch im Sandboden fortbewegen und greift ohne Vorwarnung sein Ziel mit seinem langen Säbel an. Schwertkunst ist sein Metier. Angriff ist hier nicht unbedingt die beste Verteidigung. Böllerwampe ist hauptsächlich in Agrabah anzutreffen. Ich hasse den. Anders als Adowampe ist er kampferfahren und blockt des öfteren gegnerische Angriffe ab. Ja. Im Umgang mit Feuer ist er ungeschlagen, ein äußerst starker Gegner, dem seine Körpergröße nur allzu oft zum Verhängnis wird. Nicht auf engem Raume. Und Giftfungi? Anders als Puffungi, ein angriffslustiger Herzloser, vergiftet seine Gegner und erfreut sich an deren Leid. Ist nicht leicht zu besiegen, aber vielleicht wird man mit einer unerwarteten Siegesprämie belohnt. Ja, das war's. Okay. Nochmal Trio Techs. So viele Trio Techs hast du gefunden. Naja. Gut.